So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2 Version 3.0, auch wenn wir aktuell keine 3.0 Level spielen, weil wir hier noch 4 Level übrig haben, die wir noch nicht gespielt haben. Die meisten sind von Frank, eins ist von Maddie. Fangen wir mit Franks Caterpillar Canopy an. Prozentzahl 3,8. Okay. Na, dann gucken wir mal, was da los ist. Ach du Scheiße. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Zielbedingung. Das heißt, wir kriegen keine Checkpoints. Ja, wait. Okay. Okay, jetzt muss ich das, den Boden verlassen. Schwimmen kann ich ja. Ach so. Ja, okay. Verstanden. Verstanden. Dann kann ich den ersten aber auch gleich nutzen. Beziehungsweise einfach. Einfach drüber springen. So viel dazu. Okay. Das wirkt ja auf den ersten Blick alles ganz cool. Und ich meine, dadurch, dass es ein Level ohne Checkpoint ist, wird es hoffentlich nicht allzu lange sein. Warum kann ich da oben rein? Ist da ein... Ah, On-Off-Blöcke sind da. Oh, da darf ich nicht zwischenlanden. Okay. Oh, da kommt gleich was raus. Alles klar. Yo! Wie wild ist der denn drauf? Der war super knapp, ne? Oh Gott, yes, wir haben's. Also bis auf den Anfang war es voll okay. Also auch der Anfang war voll okay. Ich meine, da habe ich erst am Anfang schlecht gespielt. Boah, aber der Wiggler im Wasser. Der war ja wild. Uff. Sehr schön. Na, das ging fix, aber das hatte auch 3,8%. Dann machen wir Best Friends Forever. Das sieht nach dem Yoshi-Level aus. 1,48. Ha, wir scheinen Yoshi ein paar Mal verletzen zu müssen. Der Infobox entsprechend. Uff. Ach so. Wir lassen ihn gleich mal hier. Oje. Nee, gar nicht oje. Den behalte ich noch. Ah, aber jetzt oje. Tschüss, Yoshi. Was passiert mit dem Yoshi da unten? Ich habe Bedenken. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Alles klar. Soweit sieht das Level aber sehr cool aus. Ich meine, es ist ein Frank-Level. Was erwarte ich? Natürlich ist es cool. Ich meine, der hat auch immer wieder ganz wilde Ideen. Oh, da beim Runterfallen schon auf dem Yoshi zu landen, wäre natürlich genius. Dann müsste ich hier nicht so rumhetzen. Aber ist alles gut. Hier geht es auf keinen Fall. Hier ist der auf jeden Fall weg. Okay. Das soll er wahrscheinlich auch sein. Das hat keiner gesehen. Nein, du hast es auch nicht gesehen. Da war gar nichts. Ja, aber so schön ist es auch nicht, den zu erwischen. Das geht schon klar. Oh, lol. Wenn der umdreht, könnte ich den sogar mitnehmen nochmal. Thank you.
Ah, die fällt die. Einmal dagegen springen nur. Nicht mehrmals. Ich glaube, man könnte es provozieren, wenn man es wollte, aber... Muss auch nicht sein, ne? So, einmal dagegen und dann direkt hoch. Oh. Oh, okay, das sind jetzt beide unterwegs. Ich würde ja sagen, es war so klar. Ich habe es eigentlich gerade auch gesagt. Natürlich sterbe ich vor dem verfluchten Checkpoint. Warum? Warum sterbe ich immer vor dem Checkpoint? Mann! Was ist das für eine scheiß Tradition? Will das nicht. Will das einfach nicht, okay? Och. What? Wieso hat das denn jetzt nicht funktioniert? Oh, das hätte... Ich wäre fast drauf gelandet. Habt ihr es gesehen? Fast hätten wir den gehabt. Nicht, dass ich das provozieren würde, aber... Hätte halt fast funktioniert. So. Okay. Checkpoint. Puh. Warte. Ah, den kann ich gar nicht aufsetzen. Ah. Das könnte sogar ohne den funktionieren. Ich muss den gar nicht drücken. So natürlich nicht. Aber die Frage ist, brauche ich den nachher vielleicht noch? Es könnte sein, dass ich den nachher noch brauche. Dass ich mir es jetzt sogar verbaue, wenn ich es rot lasse. Blau lasse. Aber ich würde es mal probieren wollen. Weil... Wieso springt der an der Ecke nicht? Oh, das macht mich so... Das fühlt sich immer so an, wie wenn man keine Kontrolle hätte. Man drückt die blöde Taste und der springt einfach nicht. Ah, oh, sowas regt mich immer wieder auf, ne? Weil es fühlt sich halt einfach so... Keine Ahnung. Dass es immer so einen Pixel geben muss, an dem man nicht springen kann. So viel zu knapp kann man doch gar nicht jedes Mal sein. Thank you.
Ach, sowas ist nervig. So, vielleicht kriegen wir es ja jetzt mal hin. Zur Abwechslung. Ja, den kriegt man. Jetzt ist die Frage, was ist mit dem On-Off, ne? Hier hätte ich ihn jetzt nochmal drücken müssen. Ich drücke jetzt mal nicht, weil er wäre jetzt ja eigentlich andersrum. Ich brauche ihn gar nicht. Nice. Das heißt, wenn man die Bombe nicht nutzt, macht man es sich viel einfacher, weil man dann den... weil dann passt die Spur automatisch. Bruder! Okay. Ah, das mit dem On-Off war cool. Dass das so funktioniert hat, hätte ich nicht gedacht. Finde ich gut. So, jetzt weiß mich halt nicht, wie der On-Off sein muss, aber wir machen den mal so. Und da wissen wir jetzt auch, was los ist. Okay. Es war so klar, dass ich es nicht richtig getimed bekomme. Warum war das klar? So schwer ist das Level nicht. Ich sollte einfach den dann aufdrücken, wenn er an der Wand abprallt. Weil dann müsste es passen. Weil dann läuft er genau in meine Arme. Sag ich ja. Es ist ein bisschen... eigentlich ist es ein bisschen ein Blind Jump, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Oder spricht jetzt meine Saltiness? Und es ist... ich finde, es ist ein bisschen ein Blind Jump. Also beim ersten Mal wusste ich halt überhaupt nicht, was da ist. Und jetzt kann ich es mir nicht merken. Ah... ja, weil wissen müsste ich es jetzt ja. Ich habe es dem Schüler nicht richtig gemerkt. Also das ist, finde ich, ein unschöner Sprung. Oh boy! So nicht. Wow. Schlechtes Timing. Also, ich mach's jetzt so. Dann ist es viel besser zu timen, okay. Ich habe nur eine erwischt. Wieso habe ich denn nur eine erwischt? Die sind doch exakt hintereinander. Was war das denn jetzt wieder? Wie viel Pech kann ein einzelner Mensch haben? So weitergeht, braucht man noch einen extra Part. Aber eigentlich wollte ich die vier Level jetzt gerne in dem Part abschließen. Die noch fehlen. Weil wir sind gerade mal bei 15 Minuten. Wir haben noch Zeit. Theoretisch können die Level noch reinpassen. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Und was die anderen Level so alles noch bieten. Das muss man ja auch sehen. Das weiß ich ja nicht, was da noch so alles kommt. Jetzt. Mann, das sind so knappe Sprünge. Mag das nicht. Kein Fan.
Also das finde ich halt echt blöde Sprünge hier. Das ist so. Bin ich denn. Jetzt war ich aber selber lost. Also, das war meiner. Jetzt ärgere ich mich erstmal über mich. Wie blöd kann man denn sein? Mann! Dumm, Conan. Dumm, dumm, dumm. Was war das jetzt im Ernst? Was war das jetzt gerade für ein komplett dämlicher Sprung? Ich hätte ja nur nach rechts drücken müssen. Das wäre es ja gewesen dann. Ach ja. Nein, ich hab's geahnt. Geahnt, dass das nichts wird. Das meine ich mit, das sind zu knappe. Warum müssen die Stacheln da sein? Es ist so schon kompliziert genug. Die Stacheln haben wieder so dieses Nervfaktor-Ding einfach nochmal enorm erhöht. Einfach nur, dass es super knapp ist. Es ist so schon, keine Ahnung. Danke, jetzt kommen wir endlich mal da durch. Oh, ein Röhrensprung. Na geil. Den kann ich halt nur versauen. Sag ich ja. Scheint dann auch hier ist völlig irrelevant. Das wäre fast schief gegangen. Okay. Können wir die Röhre jetzt bitte schaffen? Ich hasse vertikale Röhren. Ich hasse vertikale Röhren. Also der erste Teil des Levels war schön designt, aber der dritte Teil hier gefällt mir nicht. Muss ich leider so sagen. Das ist wieder so, das ist wieder dieses too much, was ich immer so nicht leiden kann, ne? Dankeschön. Ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Ich muss schnell sein, das ist mir bewusst. Und das werde ich nicht schauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Natürlich! Und alles nochmal, weil da kein Checkpoint, kein neuer war. Und das ist das Ziel. Oh Leute. Oh Leute. Wir sitzen hier noch eine Weile. Kann mir mal jemand sagen, wo der Yoshi ist? Da drüben wäre doch jetzt eigentlich der Yoshi gewesen. Ich meine, ich bin zwar eh runtergefallen, aber der Yoshi war nicht da. Oder bin ich komplett dumm? Da war doch gerade kein Yoshi. Sonst war doch da ein Yoshi. Ja, jetzt ist da ein Yoshi. Der war gerade nicht da einfach. Hä? Okay. Also ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Noch viel schneller.
Go, 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 go. Wir sind gut in der Zeit. We did it! Ah, Gott, yes! Also der dritte Teil des Levels, den fand ich nicht so schön. Aber den Anfang fand ich gut, insofern insgesamt kriegt schon sein Herz. Aber... ja, den dritten Teil... was sagen die Kommentare? Ja, ich hätte auch gern 3 Check. Ich meine, er kann keinen anderen setzen. Das ist mir schon klar. Wo kann man sich softlocken? Ah, die haben. Das ist sicherlich der gleiche Sprung, den ich auch gecheased habe. The part before the checkpoint ruins the level. Before. Use Green Yoshi Eat First Rotten Shroom. Okay, aber das nützt ja nicht so viel. Okay. So, Dead Sinking Feeling. 2,62%. Oh oh. 54 Sekunden Weltrekord. Oi, 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 oi. Ah, das Zeug geht unter, ja. Okay. Das wird am Ende richtig knapp wieder. Ich sehe es schon kommen. Das wird... oh! Und die gehen jetzt auch alle unter, ja? Eieieiei. Okay. Okay, das wird ein hektisches Level. Aber scheinbar recht kurz, wenn es in einer Minute abgeschlossen ist. Nicht so schnell! Jo, jo, Checkpoint! Oh, ich habe mich schon in der Pflanze gesehen. Ich habe mich schon wieder vor dem Checkpoint sterben sehen. Aber es hat diesmal zum Glück funktioniert. Da war ich zu geduldig. Nehme ich auf meine Kappe. Auf meine Kappe. Ich hoffe, Frank dreht nicht wieder im dritten Abschnitt dann ab. Das fand ich gerade im Yoshi-Level echt nicht so cool. Weiß nicht. Man muss es doch nicht immer komplett über... geht das unter? Nein, okay. Dann kann ich damit einfach fahren und habe Zeit. Das geht aber unter. Aber, hä? Normaler Sprung dann, okay. Kein Problem mit. Oh, Junge. Jetzt müssen wir hier wechseln, oder was? Gib mir den Checkpoint, dankeschön. Uff. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen Aufzugkram. Ja. Aber stimmt, so kann man auch ein Aufzuglevel bauen. Okay. Oh oh boy, gut, da muss ich schneller sein. Da muss ich deutlich schneller sein. Ich denke, da kommt jetzt der hektische Abschnitt, den ich nicht möchte.
Aber was soll ich tun? Ja, das war nix. Ich wollte in der Lücke landen, die bilden. Ich denke, das geht auch. Man muss es nur richtig treffen. Hier bilden sie die Lücke. Ja, perfekt. Das passt. Also das kann man recht angenehm machen. Sehr schön. So. Besser. Deutlich besser als vorhin. Und jetzt geht's hier... Yo! Eieiei. Alles klar. Ist in Ordnung, Frank. Ist okay. Schneller, 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 schneller. Hoch da. Oh boy. Okay, und da. Nein! Schneller, schneller, schneller. Passt. Nicht. Boah. Es ist hektisch, es ist hektisch. Es ist genau das, was ich befürchtet habe. Will das nicht. Lass mich in Ruhe. Komm schon! Boah, wie habe ich das denn geschafft, da drüber zu kommen, das erste Mal? Jetzt aber. Okay. So. Ein kleiner, knapper Sprung. Aber nicht zu knapp, dankeschön. Was jetzt? Ich war zu ungeduldig. Ah, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Das habe ich versaut, das habe ich versaut. Ach, ich wollte unter ihm durch, aber... Der geht auf meine Kappe. Das ist okay fürs Ende. Das ist okay fürs Ende. Das ist okay. Es kommt kein kompletter Abschnitt mehr. Es kommt noch der Bowser-Fight. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Ich glaube, aber ich kann trotzdem einfach drüber springen. Ja. Ich muss es nur besser timen. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Das war vom letzten Abschnitt her, war das voll in Ordnung. Puh. Okay. Damit haben wir hier runterwärts, glaube ich, jetzt alles geklärt. Haben jetzt noch dieses Medi-Level und dann das von Devori. Ich denke, das hier ist auch nur eins, was man nur kurz anguckt. Wenn ich mir die 0,37%... Wie 7 Sekunden? Was ist das denn? Wieso hat das einer in 7 Sekunden geschafft? Was hat der rausgefunden? Hat der es irgendwie geschafft, darüber zu kommen, oder was? Kann doch nicht sein, da kommt man niemals rüber. Niemals. Nicht in 1 Million Jahren. Wie hat einer in 7 Sekunden das Level beendet? Ja.
Ja, zurück kommt man nicht. Ne? Durch dieses blöde Geblinke sehe ich den Eingang nicht. Ah, das ist unnötig. Wait, ich muss vor dem da runter. Ah, oh, das ist so ein Ding. Ja, ich muss vor dem da runter. Uiuiui. Da muss ich diesen Wandsprung die ganze Zeit am Swamp machen. Den da. Okay, nee, aber... Also das ist kein Level für mich, aber wie hat es einer geschafft, das in 7 Sekunden zu beenden? Was hat der gefunden? Ich meine, du kommst von hier aus niemals darüber. Wie ist der darüber gekommen? Der kann ja nur hier unterwegs gewesen sein. Was anderes kann der ja nicht gemacht haben. Wie kommt der darüber? Und im Maddie ist ja niemand, die jetzt da eine Deathblock oder sowas hinsetzt. Das ist ja kompletter Quatsch. Wie? Aber selbst dann sind ja 7 Sekunden. Hä? Da ist das Tier ja nicht mehr in der Nähe. Ich verstehe nicht, wie man das Level abschließen kann in 7 Sekunden. Wir machen mal die Kommentare an. Vielleicht steht es irgendwo. Da gibt es irgendwo einen Hinweis. So viel zum Hinweis. Keine Chance, du kommst hier ja nicht rüber. Ja, raff ich nicht. Aber ist auch kein Level, was ich spielen möchte. Was hat Extreme Toaster gemacht? Ach so, Extreme Toaster, so das heißt. Ja, gut. Okay, das Ziel ist tatsächlich auf dem ersten Abschnitt. Das heißt, irgendwie hat es einer geschafft, diese Lücke zu überwinden. How? Ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Nee, ich weiß es nicht, aber das muss die Lösung sein. Keine Ahnung. Egal, wir spielen das Level von Devory und dann ist dieser Abschnitt hier unten auch durch. Und auch meine Aufnahmesession. Lang genug wieder aufgenommen. Ich nehme auf seit dem Ninja One. Nur, dass ihr es wisst, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Wir fangen das nochmal an. Ich muss die Kommentare ausmachen. Okay. Ich habe nicht darauf geachtet, aber es müsste wieder eine Eigenkomposition sein von ihm. Gefällt mir auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Ich dachte gerade, ich renne in die Pflanze rein. Ne?
Ist voll gut, ne? Das ist voll gut. Wie kann man mit Mario Maker so geile Musik machen, ey? Es ist unglaublich. Also Devori oder auch hier Kart-Dings-Box-Viech, die machen so genial, bauen die diese Musiklevel, es ist unfassbar. Wir müssen übrigens mal wieder neue Musiklevel anschauen. Wait, hier war's Ziel, ne? Es ist so genial. Es ist so genial. Liebe es. Liebe es, liebe es, liebe es. Okay. Na, weil vielleicht findet man ja auch mal noch mehr Musik-Channel, denen wir folgen können, um öfter solche Musiklevel spielen zu können. Ich liebe diese Musiklevel. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und wisst ihr, was wir jetzt zum Abschluss nochmal machen? Das kann ich gar nicht oft genug spielen. Ist nur dumm, dass man am Anfang diesen Weg laufen muss, aber egal. Das erhöht halt den Troll-Effekt. Es ist so gut, ne? Es ist so gut. Ich muss meine Klappe halten, wenn das Lied unten anfängt. Ich würd so gern mitsummen. Aber dann mache ich wieder alles kaputt. Bam. Man kommt hier auch nicht raus, ne? Man kann es nicht breaken oder so. Ich bin ruhig. So gut. So effing gut einfach. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Liebe für dieses Level. Gut, er braucht natürlich diesen Weg, um die Boxen aufzubauen. Ich verstehe das schon. Hinten die Notenblöcke. Oder kann er die einfach so reinziehen? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Absolute Liebe für dieses Level. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.